Was gibt es Schöneres, als nach einem stressigen Alltag einfach mal die Seele baumeln lassen und sich körperliche Entspannung zu verschaffen? Eine gute Adresse, die Therapie und Wellness unter einem Dach vereint, ist das Therapie- und Wellnesszentrum in Zwickau, kurz Therawell genannt. Im altehrwürdigen Johannesbad zu Hause bietet es jede Menge Möglichkeiten, von Heilbehandlung bis zum Verwöhnprogramm. Wir waren kürzlich hier vor Ort und haben nachgefragt, was es zum Beispiel mit dem roten Raum auf sich hat. Das ist zum Beispiel ein Raum für unsere Wellnesskunden. Hier werden Wellnessbehandlungen durchgeführt. Und auch unsere Patienten von der Physiotherapie können natürlich auch dieses Ambiente hier genießen. Jetzt hast du hier zwei Kolleginnen mitgebracht. Vielleicht können Sie uns mehr darüber berichten. Ja, also ich bin die Sandy, bin hier schon lange im Dienst. Wir hier bieten ganz normal die klassischen Physiotherapiebehandlungen auf Rezept an. Was uns hier ein bisschen als Besonderheit dient, ist eben das Johannesbad. Hier können wir halt Einzelwassergymnastik durchführen auf Rezept oder aber auch Gruppenbehandlungen, Prävention, Reha-Sport zum Beispiel. Das ist auch so ein bisschen unser Steckenpferd und da sind wir auch jederzeit bereit und können noch Kundschaft oder Patienten aufnehmen. Was ist denn am Wasser so das Besondere? Also für viele Patienten ist es natürlich im Wasser einfacher, sich zu bewegen. Also der Auftrieb macht es halt einfacher. Die Beschwerden sind im Wasser deutlich geringer als eine Trockenkrankengymnastik. Ja, Medium-Wasser-Massage-Effekt, Entspannung, vielseitig halt einsetzbar. Was würden Sie ergänzen? Ich bin der Neuzugang, relativ hier gesehen. Ich arbeite genauso physiotherapeutisch alle Rezepte ab und arbeite zusätzlich osteopathisch. Das heißt, alles mit Behandlungsverfahren in osteopathischer Richtung, Rezepte auf Osteopathie. Das ist mein Steckenpferd, wenn man das so sagen möchte. Das mache ich sehr gerne und helfe damit hoffentlich vielen Patienten hier. Wo geht denn überhaupt die Reise hin? Wird es mehr, dass die Menschen anfälliger werden, demografischer Wandel, die Menschen werden ja auch immer älter, hängt es auch damit zusammen? Sicherlich, also viele unserer Patienten sind selber eher inaktiv, wo man halt ein bisschen motivieren muss. Zum anderen hat natürlich die letzten 2 Jahre Corona uns sehr viel negative Begleiterscheinungen gebracht. Viele konnten eben ihre Aquafitnesskurse nicht besuchen. Physiotherapie war durchgängig möglich, das war nicht das Problem, aber man merkt schon, ob das Fitnessstudios sind oder eben die Wasserkurse, dass da eben viel liegen geblieben ist und wir natürlich da jetzt ein bisschen was aufzuarbeiten haben. Man merkt es ja auch oder man sieht es ja auch im Straßenbild, auch junge Leute sind heute schon viel fülliger. Ist das auch ein Thema, was auf die Knochen geht, dass man sagen muss, man muss gegensteuern? Auf jeden Fall. Also das ist ganz einfach. Unser Skelett ist für ein bestimmtes Gewicht ausgerichtet. Wenn man bedenkt, wie die Gelenkstruktur von unseren Füßen ist und es muss über 100 Kilo tragen, es ist schwierig. Probleme sind vorprogrammiert. Es ist nicht immer einfach vom Arzt zu sagen, sie müssen abnehmen. Das geht natürlich auch nicht. Aber man kann auch viel mit Physiotherapie zusteuern. Versuchen wir natürlich über Ratschläge, was könnte man besser machen. Was der Patient daraus macht, ist natürlich seine eigene Sache. Aber wir stehen tatkräftig zur Verfügung für Ratschläge etc. Von der Logistik her, wenn ich Probleme habe, muss ich als erstes zum Arzt und erhalte dort die Rezepte, um bei euch hierher zu kommen. Genau, Sie holen sich einen Termin beim Arzt, beziehungsweise dann ein Rezept, kommen zu uns, rufen an, tun einen Termin vereinbaren und dann wird eins von den Mädeln sich deren annehmen. Das Charmante hier am Johannesbad ist ja, es gibt ausreichend Parkplätze vor der Tür und sicher auch dank eurer Öffnungszeiten ist man da relativ flexibel. Genau, wir haben den großen Parkplatz genau gegenüber vom Johannesbad und unsere Öffnungszeiten, wir sind immer bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr sogar da täglich. Sollten Sie noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sein, im Therawell gibt's natürlich auch Gutscheine, die liebevoll verpackt werden.